So. Und da bin ich jetzt auch wieder mit Steve. Und ja, ich hoffe, diesmal ist die Aufnahme besser. Ich hoffe, das Bild ist jetzt wenigstens mal richtig. Hier rechts und links ist natürlich das Bild weg. Es liegt an der 800x600 Auflösung, aber sonst sieht es gerade mal richtig aus. Ja, wir haben in der letzten Mission schon 2 von 4 Steinen besorgt und jetzt werde ich mal einfach neu starten, um zu sehen, was wir jetzt machen müssen. Ich glaube, das waren jetzt die anderen Steine. Ich weiß gar nicht mal, wo wir jetzt hin müssen. Eine Wächterstory. Ja, dann schauen wir mal. Mit übertrieben lauten Sounds gleich wieder bestimmt, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Den Luft- und den Erdtalisman zu bekommen, wird eine echte Herausforderung. Ich brauche sie aber, wenn ich das Auge für Konstantin bergen will. Die Talismane liegen im städtischen Tempel der Hammeriten versteckt. Ich muss also ein wenig herumschnüffeln. Leider ist der Tempel Tag und Nacht ziemlich belebt. Dort bliebe nicht einmal meine Wenigkeit lange unentdeckt. Tja, wie heißt es doch so schön? Briefe versteckt man am besten mitten auf dem Kaminsims. Mir bleibt nur die Flucht nach vorn. Ich werde als Novize der Hammeriten verkleidet den Haupteingang benutzen. Es müsste gut funktionieren, zumal Novizen auf dem gesamten Tempelgelände schweigen müssen. Ich wette, meine Kontaktleute können mir einen Novizenausweis besorgen, damit ich durch das Tor gelange. Drinnen habe ich dann genug Zeit, mich umzusehen und die Talismane zu suchen. Ich darf nur keine Gewalt anwenden und mich nirgends ertappen lassen, wo ich nicht hingehöre. Denn als Neuer werde ich als Erster verdächtigt, wenn etwas schief geht. Ja, stimmt. Wir sollten uns ja verkleiden und da einschleichen. Im Geheimauftrag geben Sie sich als Novize der Hammeriten aus. Zeigen Sie der Torwache Ihre Papiere und bald betreten Sie den Tempel. Durchsuchen Sie den Tempel nach dem Luft- und dem Erdtalisman. Wenn Sie sie gefunden haben, nehmen Sie die Talismane an sich. Sobald Sie Ihre anderen Ziele erreicht haben, verlassen Sie den Tempel und kehren Sie auf die Straße zurück. Ja, okay. Warum nicht? Eine Undercover-Mission, deswegen will ich jetzt nicht wie letztes Mal hier so komisch einkaufen. Aber Heiltränke wären natürlich. Auch meine Heiltränke nehmen wir mit. Ich könnte mir Blitzbomben gebrauchen, aber wir haben keinen im Handel hier. Ich frage mich, wofür so viele Minen hier sind. Ach komm, wir machen es einfach mal. Eine Mine noch. Ach, das wird reichen. Das wird reichen. Speichern jetzt noch einmal. Und voilà. Keine Waffe für das. Ich sollte glaube ich die Waffe auch wirklich wegpacken. Ein Noviz mit Waffe. Ich glaube, das ist ein bisschen auffällig. Ah, hier sind wir. Aber die Papiere. Eiltrank. Schlüssel. Schriftrolle. Ich glaube, die Schriftrolle soll es sein. Zeigt eure Papiere, Novize. Öffnet das Tor! Hallo. Angesichts des kürzlichen erfolgten Einbruchs in Cracks Left werden sämtliche Tempelpatrouillen bis auf weiteres verdoppelt. Wir dürfen aber hier rein. Ihr solltet wohl wissen, dass Novizen die Kaserne nicht betreten dürfen. Hinfort mit euch! Oh. Fängt sehr gut an. Hier denke ich, dürfte ich rein, weil es sieht religiös aus. Und das ist auch eine Kaserne. Das heißt, uns bleibt erstmal nur dieser eine Weg. Fürs Erste. Dummheit bestraft sich selbst, aber Dampfverbrühungen sind für wahr schmerzhaft. Okay. Hammeriten-Kompendium, die der Prinzipien Kirchengliederung und Verhaltensregeln man zu... Ach du Scheiße. Warum glaubt der Junge wird überleben?
Papyrus, ich bin Baumeister, Mauern, lass mal Mauern, die Dinger aus. Ach du Scheiße. Ich merk schon. Die Novizen sind hier sehr gut drauf. Was ist das für eine Tür hier? Ah, das ist die Tür. Ich weiß ja nicht, wo ich hin darf und wo nicht. Ich glaube, ich erinnere mich an die Mission so langsam wieder auch. Hier gab es nämlich so schöne Gärten. Ich weiß aber auch nicht mehr als die Gärten. Und dass ich damals verkackt hatte. Weil ich bin ja so ein Schleichprofi. Sobald der Alarm an ist, sind wir als Novize aufgeflogen. Denke ich mal, sollte der Story-Inhalt bedeuten. Ich sollte die Tür schließen. Interessant. Glocke. Darf ich da rein? Achso, das ist der Raum. Guten Abend. So. Doch, wenn ich darf ja eh nicht sprechen. Also, wie jetzt labert man ja nicht. Schon viel Langeweile. Pfeifen, Summen. Früher war den Sündern keine zweite Chance gegeben. Sie wurden gleich zum Erbauer geschickt, um ihre Missetaten zu sühnen. Unsere Stärke und Entschlossenheit haben doch erschreckend nachgelassen. Und sieh nur, wohin unsere Schwäche führt. Verbrechen und Sünde gedeihen wie nie zuvor in der Stadt. Nicht für euch, aber eigentlich hätte ich jetzt so gedacht, in der großen Pelle irgendwo ist der Stein. Aber ich könnte mal die Karte öffnen. Schauen wir doch einfach mal hier drauf. Kaserne, Vordertor, Kaserne, Bibliothek, Straßen. Was war das? Untergeschoss. Hohepriester. Keller. Wo bin ich? Interessant. Haben die vielleicht eine Krypta hier? Oder, na gut, wo bin ich jetzt meistens mit was ganz anderem immer verbunden? Und zwar mit so komischen Viechern. Ach du heilige Scheiße. Nach dem Livestream kann gern jeder das ja einmal kurz durchlesen. Deswegen klicke ich die einmal kurz an, alle. Zugeordnung des Tempels. Entsprechende Novizen keine Schlüssel und sind unter keinen Umständen befugt, Sperrbereiche zu betreten. Diese Bereiche sind mit dem üblichen umgedrehten roten Hammer zu kennzeichnen. Ah, Tempelwachen sind nicht befugt, Schlüssel zu tragen, dürfen in Ausübung ihres Dienstes jedoch auch Sperrbereiche betreten. Priester des Tempels erhalten Schlüssel zu den meisten Bereichen und dürfen auf Anordnung des Hohepriesters gesperrte Räume betreten. Sie haben selbstverständlich Zutritt zu ihren eigenen Klausen. Nicht jedoch zu denen anderer Priester. Der Hohepriester verfügt über die Universalschlüssel, hat unbeschränkten Zugang zu einem Bereich mit dem unendlichen Symbol des Tempels in seinem Besitz. Das ist interessant. Das heißt, wenn wir beim Hohepriester drin sind, haben wir den Universalschlüssel und anscheinend vielleicht sogar schon unser erstes Objekt. Ja. Auch interessant, ja. Ich muss ihn gleich nur noch auf der Karte ausfindig machen. Wir sind jetzt gerade hier. Und hier ist der Aufstieg, denke ich mal. War hier keine Tür drin? Scheiße. Ich darf nicht erwischt werden. Ich geh mal all in einfach. Okay, ich speichere trotzdem einmal. Ich will doch nicht so sehr hingehen. So, zurück. Alter, was haben die da drin eingeschlossen? Schriften. Das ist der Türgriff.
Favoritenkompendium. Okay, dafür brauchen wir sogar einen richtigen Schlüssel. Oder wir hauen es natürlich auf, aber das wäre jetzt ziemlich laut. Das mag ich nicht. Für irgendeinen Schrott, der vielleicht da nur drin ist. Deswegen schauen wir uns einfach mal da drüben um. Lalala. Ja. Jetzt sind wir wieder... Ich habe gerade echt noch gar kein... Ah doch, jetzt habe ich die Orientierung. Schließen bitte. Also ein umgedrehter roter Hammer. Ist das Zeichen, wo wir nicht rein dürfen? Hier ist kein umgedrehter Hammer. Überlegst du auch, wer unserem Herrn wohl nachfolgen wird? Aber gewiss doch, noch lange nicht. Ist denn blind? Er ist alt. Die Meisterschmiede angeln schon in seine Augen. Jetzt sind wir quasi im... Ja, stand ja auch drauf, Untergeschoss hier. Hier ist keine Tür drin. Was soll ich dann wissen, ob ich da... Ach, egal, ist die Kaserne. Das war der erste Tipp, den wir hier... Dass Kasernen auch tabu sind. Da gehen wir mal runter. Ich schaue es mal einfach mal an. Neugierde Kanischan. Das Wort schwebte ihm voraus auf einer sanften Wiese, die unser Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Geist eines Gelehrten. Ich habe das Gefühl, das jetzt sind die Todes... Doch, das ist eine Krypte. Oder eine normale bisher. Nur ist alles hier im Gebäude mit der Krypta verbunden? Oder wie soll ich das verstehen? Interessant. Ich habe zwar das Gefühl, dass ich schon viel zu schnell irgendwo jetzt hier gelandet bin. Das ist so leicht rötlich, soll man da drauf schießen? Was bringt das mir? Das ich schaue es mir nochmal an. Ah. Okay, doch, wir gucken uns das gleich mal ein bisschen genauer an. Ich guck mal eben hier, ob hier... Ich glaube, hier ist sogar das erste Teil versteckt. Ich jetzt nicht ganz so doof bin. Wie ich sonst... Oh. Wundervoll sich. Haltet ein! Was ist das? Ein Novize. Die Hand des Erbauers fälle dich auf mein Geheiß. Ich will nur Beats. Scheiße, Alter. Das ist wirklich schon hier unten gar nicht sein anscheinend. Arsch, Jungs und Mädels. Das ist echt für den Arsch. Aha. Ganz schön gucken, ob ich was finde.
Ideen, wie ich die Leute jetzt hier loswerde. Ich sollte auch mal hier. Ich speichere mal eben, ich will ganz kurz testen, ob ich hier gar nicht unten sein darf. Ich meine, das ist die Krypta. Da war nirgends so ein Hammer, also... Okay. Ein Schlüssel. Interessant. Interessant. Apfel. Blümchen. Schick gestaltet. Okay, brauchen wir aber gerade nicht. Ich suche noch ganz anderes Ding. Das sind beide! Okay, ich hab's ja gerade gespeichert. Test mal irgendwas. Ich weiß, das waren jetzt zwei verschwendete Pfeile. Trotzdem. Der goldene... Es muss wohl ein Relikt sein, was da drauf gehört oder sowas. Und dann muss dort das Rausfahren sich öffnen. Wo sind wir gerade? Okay, wir sind noch immer noch bei... Wo bin ich? Dem fantastischen Spiel. Er hat mich nicht gesehen, oder? Ja. Ich will erstmal hier raus und zum Hohepriester. Von einer sanften Brise, die unser Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Geist eines Generals und dem Herzen eines Dichters, doch auch mit dem... Scheiß drauf. Also hier ist auf jeden Fall unten das Relikt, beziehungsweise die Relikte. Bedeutet dann, ich muss hier oben mit Sicherheit. Hohepriester in der Mitte. Danke. Ah, da, hier ist auch ein roter Hammer umgekehrt. Hohepriester Fragezeichen. Ja, da kam runter und Friedhof? Ja. Ich bin jetzt gerade leicht verwirrt. Der dumme Mann dient nur den Händlern und seiner eigenen Gier. Mein Großvater war weniger um seinen Goldsäckel als um sein Seelenheil besorgt, aber nun nicht mehr. Es ist die Wahrheit des Erbauers, dass Ungläubige weich werden und zerfallen wie verfaultes Holz. War ich gerade hier oben irgendwo rausgekommen? War ich hinten das Eck wirkt jetzt gerade so?
Nee, ich bin nicht hier oben rausgekommen. Hier glaube ich für euch aber drin. Ja, und hier hinten. Ah, ha, 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 ha. Jetzt ergibt es auch. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen zurechtgefunden erstmal. Was natürlich perfekt für ein Let's Play ist. Und dann heißt es jetzt erstmal Relikt finden, was wir brauchen. Wo ist der Hohepriester? Das ist eine Waffenkammer. Da ist ein Anti-Novizen-Dingster-Zeichen. Die kommen auch nicht groß aus dem. Das ist aber jetzt nicht der Hammer, oder? Was macht der hinten? Das Wort schwebte ihm voraus auf einer sanften Wiese, von unser Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Geist eines Generals und dem Herzen eines Dichters, doch auch mit dem Händen eines Erbauers. Er wird uns von der Erde. Ich hoffe, das funktioniert. Funktioniert, bitte. Scheiße, ich hoffe, das war useless. So werden wir auffallen, wird anscheinend das Ding runtergemacht. Ich bin mal. Aber ist das das heilige Relikt auf dem Tischchen? Eine Idee, wie ich das mache. Da gibt es auch noch eine Idee. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss das Ding sein. Das wäre jetzt aber echt ein bisschen lächerlich, wenn jetzt hier drin. Der Käfig, der die Tatsache tut sich nur auf, wenn die fünf Schlösser geöffnet sind. Die Sperren der Schlösser sind hier im Tempel verteilt. Eine befindet sich bei Bruder Mason, eine Sperre liegt hinter Estelioras Schädel. Eine ist in der Küche beim Herd, eine weite hinter der Streckbank, welche die Zunge der Menschen löst. Eine lag hinter dem Baum des Schluss. Also jetzt mit Alarm haben wir eine ganz schöne Scheiße. Deswegen werde ich einfach nochmal das normal machen. Ich kam nicht auf die Idee, den Schlüssel da einmal auszuprobieren, das gibt's doch nicht. Das war jetzt hier entlang und dann links rein. Und dann sagte ich noch, wenn ja, da wird eh nur Schrott drin sein. Ach, das Game trollt mich viel zu viel. So, die Schlösser müssen innerhalb von 5 Minuten ausgelöst werden. Danach lässt sich der Käfig der Talisman öffnen. Weil die Talisman entnimmt, muss zunächst das Gebet des Baumeisters der Mauern sprechen. Nein, oder? Haben wir das? Da war doch irgendwas. Ihr Maulmeister, dann lass ein Maul in die Aushänge an. Ach du Scheiße. Und dann müssen wir das... Och, kommt, Leute, das ist jetzt echt also. Okay. Wir haben jetzt
sage und schreibe 5 Minuten Zeit, alle Schalter zu aktivieren und dann runter zu gehen. Okay, ein Befehl sich bei eine Sperre liegt. Die Schlösser müssen innerhalb von 5 Minuten ausgelöst werden. Danach lässt der Käfig öffnen. Okay, das heißt, wir müssen die 5 Schlösser. Der Schlüssel in einem beim Bruder Mason. Eine Sperre liegt hinter St. Euros Schädel. Ich guck mal erstmal, wo die ganzen Positionen sind. Damit wir einfach schnell zack zack und jetzt gleich abarbeiten können. Das mit dem Schädel, das ist hier. Das weiß ich sogar. Da hinten. Hallo. Das passt schon. Dann wird nicht gefunden. Und wenn doch, habe ich ein Problem. Ah, okay. Hier ist Schädel, also Schädel sei schon, Schalter Nummer 1. Der Bruder Mason. Das wird dann unten sein und da muss ich dann vorsichtig sein. Deswegen vielleicht das als erstes dann gleich. Weil das sollte hier unten sein. Ich habe keine Informationen über wer wo wohnt. Käse. Schlüssel. Okay. Ich muss einfach mal genau gucken. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rauskomme und einer sieht mich, bin ich am Arsch. Ich glaube, da kommt gerade nämlich einer. Bruder Mason, haben wir irgendwo vielleicht Informationen dazu schon und ich habe es gerade verrafft wieder. Ja. Gibt's hier irgendwas Nettes? Wasserpfeile? Nein. Küche darf ich. Nehmen wir mal die Äpfel noch. Karotte. Müssen wir uns ein bisschen ernähren hier. Terrence, wir haben eine alte Küche fast vorhin zum Schloss gekommen. Gestaltet. Die alte Lager der Küche sind von unten nach oben verlegt worden. Ja, die Gegenstände werden nach unten geschafft, ja, nächste Woche müsste ja vollbracht sein. Ah, cool. Das heißt, dort könnten wir ein bisschen klauen. Mhm. Was stand da drin unter dem Herd? Eine ist in der Küche beim Herd. Das ist kein Herd. Gab's denn noch eine Küche? Vielleicht die alte Küche? Dann wäre das jetzt gerade sogar noch ein epischer Tipp gewesen. Weil, ja. Komm, das kriegst du hin. Oder nicht? Hm. Das kam mir eh schon merkwürdig vor, aber ist es nicht. Doch, da kommt ihr vorbei.
wäre jetzt echt auffällig, wenn ich jetzt nachher stopfen würde, als Lichtpriester. Der hier sein. Ah. Was tut ihr da? Haltet ein! Arr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 r
waren wir noch nicht gewesen. Oha. Wir wohnten hier. Aber ja, jetzt auch wieder nichts, ne? Ich weiß, ich speichere viel zu oft, aber... So. Ich will sicher gehen. Dass hier echt nichts schief läuft. Oh, wie genial. Kann keiner klauen. Ich habe das Gefühl, Bruder Mason schläft irgendwo anders dann. Was ist er überhaupt ein? Oh. Warte mal. Eine für sich beim Bruder Mason. Ein Sperr liegt der Estioros. Schädel, den haben wir. Einer ist in der Küche beim Herd, ein weiterer hinter der Streckbank. Welche Edition der Menschen ist? Eine Lagerhütte im Baum des Schlusssteins. Hinter dem Baum des Schlusssteins. Die Schlösser müssen ja vor 5 Minuten aktiviert werden. Würde ich doch gern tun, aber ich bin ein bisschen ratlos. Ach komm. Was ist denn hier los? Hier drüber. Hiruts Vater Theo. Hirut Bruder Terence. Er bekämpft die Sünde des Atemzug. Hier Bruder Dale. Okay, da ist nichts. Hirut Bruder Wayne Green. Vor allem da drin sind auch immer diese Zeichen. Das ist so abartig. Ich bin... Er ist tot. Das heißt... Irgendwo hier dran muss jetzt... Ah. Deswegen dürfen wir da auch nicht reintreten. Oh. Gut. Dann haben wir aber jetzt wenigstens schon mal die Information, wo der ist. Ich guck mal jetzt aber noch wegen der Küche. Wegen einem Baum. Hier ist der Friedhof. Wir haben einmal Friedhof. Wir haben einmal oben dann das Ding. Und das ist genau gegenüber. Boah, leckt mich doch alle am Arsch, ihr verdammten. Tschüss. Das ist doch nicht wahr. Na, wir haben wenigstens schon mal das Relikt sogar. Ich weiß nicht wofür, aber könnte gut werden. Bestimmt, um die Brücke auszufahren. Hinten das Tor wird zwar durch die Schlösser geöffnet, aber die Brücke wird dann nur durch diesen Hammer geöffnet. Und... Schlussstein, Schlussbaum, Schluss... Ja. Okay, wir haben's. Den Schlussstein. Ah, okay. Das heißt, hier ist auch noch einer. Ganz schön krank versteckt manche Sachen. Wo man denkt, das ist irgendein Grafikscheiß nur noch. Und dann auf einmal, oh, da ist doch was. Yo, vom Yo. Wo hab ich das denn jetzt her? Egal. Das ist der Yoros Shell. Deswegen bestimmt. Beim Herd. Eigentlich müsste es ja in der Küche sein. Weil es ist so viel auf der Etage hier. Okay, wir haben jetzt einmal oben. 1, 2, 3. Aha.
aber die Küche, aber hier ist nichts derartiges. Oder ich bin einfach blind wieder mal. Für diesen Schalter. Darunter kann man doch nicht gucken. Da ist auch nichts. Da müssen wir echt mal unten gucken. Wobei, ich könnte eins erstmal testen. Und zwar der Hammer. Die fällt nicht mal ein. Das ist gut. Jetzt könnte man hier... Das öffnet sich quasi, kann man hier den Schalter machen, aber ich glaube, damit wird der Alarm aktiviert sogar. Könnte ich mir vorstellen, weil sonst würde ich mir nicht erklären können, warum dann noch so ein Schalter ist. Wird schon. Müssen wir halt nur jetzt sehr schnell raus. Und so viel wie wir hier rumrennen, ist da kein Problem mehr. Hier unten soll mal eine Küche gewesen sein. Ne, das ist eine... Ne, ist das die Streckbank? Da haben wir es. So, dann haben wir den Schalter Nummer 4. Jetzt fehlt nur noch das mit dem Herd. Recht kritisch am Verzweifeln bin, weil ich wirklich nicht weiß, wo hier ein Herd steht. In der Küche ist jetzt nichts derartiges mehr. Ich weiß, wir waren hier schon, aber ich laufe gerade ein paar Punkte mehrmals ab, weil wirklich nichts auffällt. Das hier ist einfach die Krypta. Da hinten kommt man irgendwann wieder raus. Aber das juckt die gar nicht. Aber... Ach. Super, das hat sich eingegangen. Gut. Ich weiß, das Rumrennen ist echt spannend. Nicht. Und ich renne hier im Kreis seit Stunden. Och Gott. Das gibt es doch nicht. Ja, genau, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Das hat voll Sinn gemacht. Hier sind noch mal Gefängniszellen. Der hat doch irgendwas gelabert von hier unten, seit die Küche gewesen, oder nicht? Bänke. Okay. Das steht aber auch wortwörtlich drin. In der Küche, ne? Eine ist in der Küche beim Herd. Eine weitere. Geht noch. Dann schauen wir. Ey, das gibt's doch nicht. In der Küche beim Herd. Wenn man das dann hier durchliest. Terence, wir haben die alte Küche fast vollständig zur neuen Schatzkammer umgestaltet. Sämtliche alten Lager der Küche sind von unten nach oben verlegt worden. Okay, einige sakrale Wertgegenstände wurden nach unten geschafft. Innerhalb der nächsten Woche müsste die Arbeit vollbracht sein. Die alte Küche fast vollständig zur neuen Schatzkammer. Schatzkammer. Ah, hier ist sogar nur Novizenraum. Lager, Inquisitor. Die neue. Doch, da runter und dann. Das kriegen wir jetzt hin, kommt. So, Karte, Lager. Hier,
Yep. Genau. Aha, deswegen hat er hier auch kontrolliert. Interessant. Und das raten. Wir haben mindestens einen Schlüssel, der passt. Scheiße. Ah! Geld. Tut mir leid, aber das muss jetzt ganz schnell sein. Und so viel habe ich seit, weiß ich nicht mehr gesehen in diesem Spiel. Ah, leck wieder einer am Arsch. Und hier ist der Schalter. So, Leute. Dann haben wir jetzt mal die Schalter endlich alle zusammen. Und ich fange mal an. Jetzt irgendwie mich verlaufen. Der nächste war, der war. Die Streckbank unten, scheiße. Das fängt super an. Und das Wort schwebte ihm vorab. Scheiße, ich hab verkackt, glaube ich. Wir versuchen es einfach mal. Ich hätte um die Streckbank und oben. Ach komm, wir machen erstmal jetzt oben. Oh, scheiße, ich glaube, da wird gleich ein Alarm ausgelöst. Das war Nummer 3. Nee. Doch, das ist Nummer 3. In der alten Küche, verdammt, ich hab gerade einen leichten Blackout. Nein! Sperre mich mit dem Schädel. Haben wir. Nein. Ah, scheiße! Der hat mir gefehlt im Kopf. Komm. Oh, scheiß von. Ich hab hier die Leute K.O. gehauen. Nein, schnell. Nein. Ich weiß eh, dass gleich irgendwie bestimmte Alarme losgehen wird. Er ist losgegangen. Scheiße. Er ist losgegangen, der Alarm. Das heißt, wir müssen uns jetzt echt beeilen. Okay, die hier unten raffen noch gar nicht, was abgeht. Nein, hier war falsch. Scheiße, warum bin ich unbedingt in die Krypta runtergerannt? Streckbank. Ich hoffe, dieser komische, altmoderne Sound hieß, wir haben es geschafft. Ja, ich bin mal kurz Kaffee trinken, ne? Und, ja. Heißt jetzt, wir müssen notfalls uns nach oben kämpfen. Kann ich noch den Gas fallen? Nee, ne? Den habe ich wirklich verbraucht. Scheiße. Hab ich noch einen Blitzkugel, Dings da.
wollte eigentlich das mit der Mine versuchen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. So. Gut. Jetzt komm. Hier lehne ich mal wirklich raus. Ja. Wartet. Gut. Hört ihr? Und das meinte ich mit, ich vermute, hier wird noch ein Alarm losgehen. Ein bisschen anders als gedacht, aber gut. Kann man hier nicht einfach... Dafür haben wir bestimmt diesen Einseilfall. Richtig, ja. Lohnt sich voll. Vor allem, wenn ich die verkacke. Oh, ups. Der Penner muss dort immer rumlaufen, das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir noch hier einmal raus. Ich speichere nochmal. Ich weiß, ich speichere gerade so oft schon wieder. Ich speichere allgemein so oft. Aber... Der einzige Weg hier raus ist jetzt durch die Fronttür. Mit Alarm. Ich weiß, es klingt Suizidgefährdet. Das ist... Jawoll! Die einen ausgesperrt und er hat mir nur einen Hit versetzt. Das passt perfekt. Also, Auftrag gelungen. Warum nicht? So, und dann zurück in die komische Stadt. Müsste ich die Schutzzauber der Kathedrale überwinden können. Wird Zeit, dass ich das Auge heraushole und es Konstantin bringe. Als ich zuletzt in der Kirche war, lag das Auge für jedermann sichtbar auf dem Hauptaltar. Ich muss es mir einfach greifen und wieder verschwinden. Aber das wird vielleicht nicht ganz einfach, wenn es in der Kirche tatsächlich spukt. Wenn es hart auf hart kommt, gibt es noch einen anderen Ausgang. Durch das Tor im Kloster, hinter der Kathedrale. Je früher ich diese Tortur hinter mich bringe, desto besser. Und wenn ich meinen Lohn für diesen Auftrag erhalten habe, werde ich mich stilvoll zur Ruhe setzen. Puh, ja, wir hatten jetzt mal ein paar schöne Leben und jetzt kommen wieder die Untoten. Greifen Sie das Auge, verlassen Sie die Kathedrale. Okay. Oha. Okay, wir haben jetzt schon sehr viel Zeug drin. Das ist schon mal sehr beruhigend. Scheiße. Okay, nee, so viele Minen brauche ich auch nicht, oder? Nee. Wenn überhaupt eine, oder? Ich überlege gerade. Ach komm, nehmen wir mal zwei. Wir haben genug Gold mitgenommen jetzt.
Breitkopfpfeile. Darauf setze ich jetzt echt weniger. Heiltränke will ich zwei mitnehmen dann. Wir haben einen Alltrank zur Verfügung. Ihr wisst es selbst, dass ich nie wieder einen Alltrank weglasse. So, dann haben wir ein gutes Set. Starten wir mal hier wieder mit unserem Speicher. Wirrwarr. So, ihr seid also mit den Talismanen zurückgekehrt. Kluger Mensch, ich hatte nicht an euren Erfolg geglaubt. Das muss eine tolle Idee ist. Freisichtbar. Okay. Wie man hört, es sind sehr viele Wächter unterwegs. Untote Wächter. Ne, das klappert wohl zu laut. Scheiße. Okay. So. Wir haben klitzekleine Probleme. Oh oh. Also wir können nur auf einer Seite einfach da durchmarschieren jetzt. Die Mie habe ich jetzt mitgenommen, ne? Doch, ne? Ja, perfekt. Ach, die gehen. Alter, für... Ey, Alter! Scheiße, Alter. Leck mich an am Arsch. Haben wir noch Wasserpfeile? Nein. Feuerpfeile auch nicht mehr. Ihr wisst, was das heißt. Geronimo. Ah, du Scheiße. Warum? Sichtbar für jeden. Da oben ist es. Die Tür macht mich bekloppt. Der Schlagstock ist gleich zu Hause geblieben. Och nö. Vergiss es. Vergiss es.
gut, warte mal, das da hinten sieht aus... Ich werde da mal kurz knacken, ganz ehrlich. Darf das ich vielleicht ein paar... Wasserpfeile oder Weihwasser oder sonst was finde? Gehe ich hier einfach mal rein. Boah, das hat ja echt gelohnt hier. Oh. Bruder Gera. Gera? Gerard? Nee, das ist nicht wir. Gerard wird anders geschrieben. Das von uns wiederholt worden ist äußerst beunruhigend. Das Auge ist wieder in das Kellergewölbe gebracht worden. Bitte lasst uns noch heute Abend von zwei Wächtern beobachten. So werden wir denn erfahren, warum es jeden Morgen aufs Neue über den Hochaltar schwebt. Man kann jetzt nicht hier abbrechen. Nummer 3 war. So. Merkwürdig. Und jetzt kannst du irgendwie dagegen schießen. Also. Warte. Okay, nee. Wo kommt der denn jetzt her? Warum finden alle einen Weg von oben nach unten außer ich? Das ist irgendwie das Merkwürdige. Selbst die Zombies. Und man sollte eigentlich denken, Zombies seien doof. Ach, leck mich doch einer. Das ist schlimmer als Blackwell's Asylum. Was ich als Horror-LP gemacht habe. Man weiß nie, ob das jetzt eine Tür ist, die sich einfach nur wieder schließt. Ach, endlich. Oder ob es gerade jemand ist, der wieder reinkommt in den Raum. Ja, ja. Es missfällt mir, dass allgemein bekannt ist, dass so viele mechanische Systeme in der Anlage davon abhängen, wie die Maschinen im Keller der Kathedrale funktionieren. Unsere Feinde könnten dies ausnutzen, um Sabotage zu verüben. Wir sollten die Systeme dargestaltet umbauen, dass ein jedes von einer Quelle in seiner unmittelbaren Umgebung gespeist wird. Leck mich doch. Aua. Nein. Warum sind die so böse? Ist schön in die Falle gelaufen hier oben. Das gefällt mir. Ich glaube, hier kommen wir auch nicht mal weiter jetzt gleich. Das zerstören wir. Hallo. Okay, dann backt's halt. Dann backen wir halt. So. Ich bin so ein Profi. Komm. Nein! Und letzter Versuch. Zombies und hier? Ich
glaube, der Eiltrank ist einfach nur dazu gewesen, dass man hier schnell durchrennt. Einige Gemeindemitglieder sind durch das Klostertor zum Gottesdienst geschritten. Der rechte Eingang für die Öffentlichkeit ist jedoch das Kathedralentor. Der Zugang zur Stadt durch das Klostertor dient einzig der Bequemlichkeit der Mitglieder unseres Ordens. Schädel. So. Seife andrehen. Ich hab mich da jetzt einfach rüber. Gut gemacht, Dieb. Jetzt habt ihr eure Jagdbeute. Werdet ihr auch mit heiler Haut entkommen? Okay. Ich soll jetzt am besten anstatt darüber oder wie? Jetzt sind wir natürlich ziemlich aufgefallen, weil die ganzen Geister auf dieses Ding aufgepasst haben. Oh, leck mich am Arsch. Kann auch übertreiben, es ist nur ein Auge. Merkwürdiges Auge, aber es ist ein Auge. Jetzt aber nicht, dass Junge unter scheiß Idiot rumguckt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind gerade tot, weil der Arsch da uns verfolgt. Ach du Scheiße. Hier. Wir hatten das alles hier gebaut. Wo hab ich gespeichert? Ach, das ist der Reingang, genau. Das da geht's gar nicht. Ach komm! Ich hätte. Jetzt wisst ihr, warum ich immer so viel speichere. Und sonst geschieht sowas. Und dann. Bin ich zu doof, da wieder rüber zu kommen. Speichern. Ich speichere das jetzt einfach hier kurz schon über. Hier war was. Jetzt kam hier wieder die nächste Ballons an. Da wäre auch nur Probleme. Das, was man jetzt hier irgendwie festhängt. Ach, hier war Wasserpfeile. Gleich registriert gerade. Ich glaube, das war auch der Sinn hier, dass man runterfallen soll, weil man jetzt so... Zack. Ach, leck mich. Dann guckst du einmal nicht geradeaus, sondern mehr runter. Jetzt musst du das Ding schnell öffnen. Ehe die da hinten nachkommen können, quasi. Bitte überhaupt mir nachkommen. Bei den NPCs muss man sich manchmal fragen. Hart, die Mission. Gerüstet. Kommen wir da oben raus? Ne.
Heißt das etwa, wir sind jetzt doch gefistet, weil wir hier entlang gelaufen sind? Habe ich langsam echt genug. Ist mir egal, die Seite gefällt mir auch. Keller gelandet? Ja, dann hast du es noch mehr. Scheiße, Alter. Ich will was testen. Das geht mir jetzt gerade echt nicht. Jetzt kommt ein Hamschen. Gut, danke. Wofür ist der Türgriff? Falls ich gerade ein bisschen stiller bin, nicht wundern. Ich will gerade verzweifeln. Ich habe keinen Plan, wohin. Hallo Geist. Kann ich den aufheben? Bruder Renault? Ach so, das sind... Die Geister von den Toten. Tote Geister. Keine Ahnung. Okay. Ich verstehe es nicht. Ja, unten die Maschine. Wie jetzt? Ja. Angemacht. Um jetzt bestimmt wieder hochzugehen. Denke ich mal.
Und dort jetzt irgendwas mit dem Kopf. Oder wie jetzt? Ich raff es gar nicht. Ne, hier war ja zu. Stimmt. Ne, das war der kleine Raum. So kotzen gerade. Ich könnte natürlich aus der Fronttür wieder heraus, aber das tue ich jetzt auch. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es jetzt einfach. Vielleicht ist das ja Sinn an der ganzen Scheiße wieder. Karte 10. Verlassen Sie das Kathedral. Wie kann man noch? Hier ist die Kathedrale. Die Zeit auf. Da kann man raus. Und da müssen wir auch raus. Ich kann schlicht und nichts tun. Guck auf uns. Ihr wollt schon gehen? Das wäre doch zu einfach. Ich habe die Türen erneut versiegelt. Ihr müsst einen anderen Ausgang suchen. Wie komme ich hier jetzt raus? Ach so. Die erste Idee sollte man sogar erstmal ausprobieren, anscheinend. Was war denn oben das Problem überhaupt? Das konnte ich bis heute nicht identifizieren, weil laufen so ein Spooky-Dooky-Viech hinter mir ist. Das ist doch eine Tür. Weißt du was? Guten Tag. Ich bin der Hund. Willkommen in der prachtvollen, majestätischen Kathedrale der Hammeriten. Es ist mir eine Freude, die neuen Initiierten unter uns zu begrüßen. Ich bin Bruder Murus. Ich werde dein geistiger Wegführer sein. Aber du bist von der Reise erschöpft und brauchst gewiss Ruhe. Wenn du mich suchst, findest du mich unten im Kloster. Ja, danke. Gut. Wir haben einen Wegführer. Denk mal, Arsch, ey. Sind wir so, ach komm, da rennt jetzt einfach vorbei. Das Viech hat uns eh gesehen und dann so, ja, guten Tag, ich bin der und der. Was geht hier ab? Was ist mal hier? Ich finde, das ist irgendwie aber jetzt auch von der Gestaltung dieser Mission her, aber so eine kleine Wende. Ich fühle mich jetzt eher wieder so ein bisschen frei, weil da drin waren wir jetzt nicht so gerade wirklich frei. Die Treppe war bestimmt schon mal stabiler. Und hier kommen wir. Wollen wir nicht. Auch schon wieder einer. Ich weiß nicht. Ich ein. Ah, unser jüngster Messdiener. Du bist also in Schwierigkeiten geraten. Dein Blick sagt mir, dass du an eine solche Lage gewöhnt bist. Nun, ich könnte dir helfen, diesem trostlosen Ort zu entkommen, wenn du mir in einer anderen Angelegenheit hilfst. Da du offensichtlich herkommst, um Dinge einzusammeln, könntest du auch etwas für mich auflesen. Da alle Brüder Rosenkränze haben, benötigst doch du einen. Ich leihe dir meinen. Er müsste in meinem Zimmer sein. Es war immer so schön, auf den Brunnen im Garten hinunterzublicken. Sei ein guter Junge und hol mir den Rosenkranz. Er wohnt also hier. Wir haben den Brunnen ja gerade gefunden. Ach nö. Wir haben noch etwas für den Notfall bereit. Die drei Schuss müssten reichen.
Okay, wir haben eh jetzt ein paar Schuss mehr wieder. Unauffällig. Was ist das? Eine Hans, die durch eine Tür kommt? Hallo? Ich weiß, es war jetzt keine sehr gute Idee, jetzt dafür das Weihwasser zu verschwenden. Scheiße, das war echt gar keine gute Idee. Jetzt ist es völlig weg. Ja, scheiße, ich habe die Orientierung auch noch verloren. Besser geht's gar nicht mehr. Rosenkranz. Wir sind gut. Also echt, wir sind perfekt. Wo sollten wir den Scheiß jetzt hinbringen? Mal kurz Ziele. Helfen Sie dem Geist vom Bruder Murus. Dadurch wird Ihr Flucht erst. Ja, wir sollten den Rosenkranz finden. Haben wir. Lassen wir jetzt hier raus. Schnell. Lesen. Die Priester sollen nicht bereuen, dass sie mir fährt. Danke. Und, Tisch! Tisch! Bin ich Ego hier falsch abgebogen? Ach, hier! Danke! Scheiße, Alter. Das war nicht gut. Oh, was für ein Meisterdieb du doch bist. Du hast meinen Rosenkranz gefunden, aber es gibt noch mehr für dich zu tun. Du musst mir ein heiliges Symbol suchen. Dieser Ort ist leider nicht mehr so gewendet alt wie früher, darum könnte es schwierig werden. Du kannst aber in der Fabrik von Tenrad eines erschaffen. Wir tun es laufend und loben den Erbauer für seine Werke. Natürlich noch so lange glauben, dass hier der Zombie auf uns aufmerksam wird. Irgendwie hat man schon das Gefühl. Okay. Ich erinnere mich gerade sehr deutlich an etwas. Und zwar, jetzt müssen wir, er hat ja auch gerade gesagt, wir müssen das Symbol jetzt in den Fabriken herstellen. Ich sag's mal so. Wir haben eigentlich auch nur die Wahl nur noch. Hallo. Das war die beste Idee ever, hier einfach runter zu schaffen. Was zur Hölle ist das hier? Das klingt wie so ein Motor oder ein Flugzeug.
schön, dass es verschiedene Sounds gibt. Ah, hier ist ein Schrift. Kind, du bist manchmal für Eva neu weg, dann heilige sowas makellos. Du bist. Fragst dich ja, Paul, dein Metallsymbol ist ein heiliges Artefakt zu verwandeln. Du sollst einen der Priester darum bitten, dein heiliges Symbol für dich zu segnen, sonst bleibt es nutzlos. Wenn dir das peinlich ist, sucht Bruder Renault in der Sternwarte oben im Turm von Estee Jubel auf. Er weiß einen anderen Weg, das heilige Symbol mit Segen des Erbauers zu bedenken. Ja. I like you too. Alter, klebt man hier am Arsch. Tschüss. Mann, klebt da immer am Arsch. Das hat es jetzt echt nicht gebracht, ne? Wow! Hoho! Okay. Das ist echt fair. Motorhubschrauber aktiviert! So. Motorboot-Power sind wir wieder jetzt. Mit einem noch viel... Tschüss. Das da oben. Schneller! Ho! Scheiße, er hat sich gut so. Schwebchen weg. Oh, leck mich doch in einem Arsch. Wie soll man das denn jetzt hier schaffen? Ich hätte nicht in der Kirche verschwenden dürfen. Metalle finden und das dann da zusammenschweißen, ne? In der Zeit, wo uns hier die Untoten auf der Pelle hocken. Ach du Scheiße, ne?
Das ist das leichteste auf der Welt, ne? Oh. Ich habe eh nur noch zwei Leben, das ist irgendwie gerade echt so eine Fail-Runde. So, so müssen wir jetzt hier raus. Ach, das ist auch schick. Super. Kann sich verstecken. Ah, hier kann man wieder hoch. Ich merke, es ist darauf ausgelegt, dass ich fail. Wo sind wir denn jetzt? Hier müsste ich sein. Vielleicht. Kann sein. Ja doch, hier ist es. Ah, der Friedhof ist das Letzte, was wir machen müssen. Ich weiß noch, dass da irgend so ein komisches Portal war. Raus, ne? Das Gebäude haben wir abgeschlossen. So abgeschlossen an sich. Das war die Bibliothek und das war die Sternwarte. Bibliothek, Sternwarte, Fabrik. Eigentlich müssten wir erstmal wieder... wieder mal failen. Failen, failen. Ich heiße Failmore. Och komm! Ich hänge so am Arsch. Ach, du, du, du. Ja. Ja. Was bringt mir der Rosenkranz? Dort. Machen wir einen anderen Punkt gerade. Okay, hier war der Anfang, wo wir noch gar keinen Plan hatten. Das ist was. Suchst du immer noch nach dem heiligen Symbol? Du wirst vielleicht keines mehr finden. Geh zur Fabrik und stelle selber alles her. Ich glaube, das ist noch rot gefärbt. Hallo. Schickes Bad aus. Ja, ich würde sagen, etwas hat mich auch nicht, oder? Besser oben rum zu rennen und zu failen oder unten rum zu rennen und zu failen. Aufs gleiche raus wieder. Oh nee. Brauchen wir jetzt mal eine Anleitung. Dann brauchen wir die Materialien. Das eine, was wir schon rausgefunden haben, zum Segnen müssen wir dort das Türmchen hochführen. Irgendwas machen. Schon mal wenigstens etwas, in dem wir uns festhalten können. Alter, Grafikbugs. Wirklich einfach nur... Das leckt mich doch einer, oder? Er kommt nicht mal durch die Tür!
Jo, hab ich. Hey. Das ist echt scheiße geworden. Ich gebe selbst zu, aber ich meine, wenn euch ein so komischer Skeletttyp die ganze Zeit im Rücken steht und lacht, könnt ihr auch nicht so gezielt schießen. Ein Hit, dafür sind wir oben. Ich speichere das einfach mal ab. Ich speichere gerade einfach nur... Alter! Das ist schon runter. Damit das war jetzt zu schlecht. Ich bin durch. Oh. O großer Erbauer, wir bitten dich, segne unseren Bruder, der in deinem Dienst sein Leben gab. Vergib ihm die Überschreitungen seiner sterblichen Tage und schaue mit Wohlwollen auf sein Werk in deinem Namen. Lot und Hobel, Feuer und Schmiede, reinige seinen Geist und ziehe alles aus ihm, was deinem Plan zuwiderläuft. Nimm ihn in deinem Haus, in deinen Dienst. Auf dass er dort in ewigem Frieden ruhe. Ich hätte das Buch doch wohl lesen sollen. Ich lade es nochmal eben. Ich bin gerade verwirrt. Was war das jetzt? Hab ich schon... Warte. Gebet der Einsegnung. Wir bitten dich in deinem Bruder und den Schwulwohnmerk. Gib mir in dein Haus und sitzen. O großer Erbauer, wir bitten dich, segne unseren Bruder, der in deinem Dienst sein Leben gab. Vergib ihm die Überschreitungen seiner sterblichen Tage und schaue mit Wohlwollen auf sein Werk in deinem Namen. Lot und Hobel, Feuer und Schmiede, reinige seinen Geist und ziehe alles aus ihm, was deinem Plan zuwiderläuft. Nimm ihn in deinem Haus, in deinen Dienst. Auf dass er dort in ewigem Frieden ruhe. Hat das irgendwas gebracht? Oh, wofür haben wir jetzt das scheiß Buch gefunden? Damit Garrett mal vorlesen darf? Ey, die Mission macht mich echt gerade fertig. Ich bin gerade echt Brain AFK nur noch. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Ich glaube, das merkt man sehr deutlich. Wenn man einfach nur noch sich denkt, leck mich am Arsch. Ja, leck mich am Arsch. Das ist halt wirklich der Begriff. Yo, zwei Hits. Zombie wird natürlich direkt aufmerksam. Leiche. Scheint schon doch tot zu sein dann, aber... Weihwasser. So. Und... Also ich sag's mal so, ich könnte natürlich die Zombies jetzt ein bisschen zusammentreiben und einfach umnatzen. Die meisten Zombies sind eher nützlich als draußen. Die können eigentlich gar nichts, weil sie sind komische Skelettviecher. Die haben einen ja richtig im Einzelkampf.
Na, wir haben hier schon mal ein Weihwasser. Und ja. Wir müssen mal auf jeden Fall aufbauen. Dass wir irgendwann hier weiterkommen. Und nicht dauerhafte Kämpfe hier verbringen. Du wirst vielleicht keines mehr finden. Geh zur Fabrik und stelle selber alles her. Ja, ich werde das dir bringen, sobald ich fertig bin. Ach, da wird's ja gut gehen. Ich sag's mal so, die Viecher sind mir jetzt echt gerade sympathischer geworden, dass sie tötbar sind. Weil so kann ich die wenigstens nach und nach etwas ausrotten. Und man hat wenigstens geringe Chancen, überhaupt mal was hier mal zu machen. Scheiß Dürr. Weil die Zombies, naja. Mal schauen. Ja, da kommt schon der Erste. So einen kleinen... Oh, da haben sie noch ein bisschen mehr. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ich weiß nicht wofür, aber wir haben ihn. Oh, oh. Wobei nicht oh oh, sondern cool. Weil so können wir den jetzt hier auch da umlassen. Unser Trick. Funktioniert weiter. Jetzt weiter. Das ist kein Cheating, das ist taktisches Ausnutzen von Gegnerschwächen, die anscheinend eine Phobie vor einem Fahrstuhl haben. Da steht jetzt echt scheiße weiter. Von den Hits her hat es relativ gepasst, also. Hallo. Ich mag jetzt auch nicht für den einen das zwei Wasser zu. Das ist immer so eine Sache für sich. Aber jetzt kommt hier wieder eine raus. Ach ja, die sind ja ein bisschen besser. Was wird? Wir gehen hier runter. Tschüssi. Haben wir noch was zu heilen? Nein, sieht nicht so aus. Ach komm! An den kommt jetzt gar nicht vorbei, theoretisch. Aber ich trick's mir jetzt echt mit irgendwas aus. Zum Beispiel jetzt hier so hoch. Und zweifach, scheiße. Das ist, glaube ich, auch das nicht gemacht, weil wir sind, jetzt sind wir wieder in der normalen Krypta. Ja, wenn man es überhaupt so nennen kann hier unten. Einmal rechts rum, ich gehe mal links rum. Ah, links rum war das. Okay. Da waren wir ja gerade.
quasi dort, wo der eine Arsch auch steht. Da waren wir auch schon. Dann nehmen wir mal den Weg. Warten wir erstmal aufs Motorboot. Wo haben wir uns jetzt eigentlich diesen Gebetsschlachtfeld getan? Oder wir müssen das Gebet benutzen, wenn wir das erlebt haben. Halt da. Weil vom Gebäudekomplex her müsste es hier drin gewesen sein. Ne, es war hier drin. Zudem hier müssten wir eigentlich noch hin. Das war irgendwo. Ist egal. Hier ist der Eingang. Hier ist die Gießerei. Hier ist eine Maske. Natürlich sehr unrealistisch. Ach hier. Erst schon eine der Gussformen auf die vier Flöcke vor dem Schmelzkessel liegen. 3. So. Das automatisch wieder zurück. Jetzt kann man es öffnen. Warte mal, Friedhofsschlüssel? Dem. Den will ich auch sofort wegschmeißen. Ich bin extrem viel Zeit. Und da geht er nicht. Hier. Das ist so ein Penner, alles versaut. Ich realisiere erst jetzt, dass ich einen Friedhofsschlüssel habe. Ja, das ist immer eine neue Freude. Oh, hey, so. Einfach mal ducken. Ist immer wieder eine Freude, hier einfach durchzurennen. Aber wir sollen ja noch das Relikt machen. Ich weiß ja nicht, was uns jetzt auf dem Friedhof erwarten würde. Eigentlich meine ich hier heute zu Ende. Das wäre jetzt cool, weil ich ehrlich gesagt echt am Arsch bin. Klar, jetzt Grab stürzt hier auch noch. Ich glaube, das müssen wir später machen. Zu einem der Gräber hingehen und jetzt quasi ihn dann bestatten später. Naja, hat ja noch Zeit. Anscheinend müssen wir erst das Relikt machen und dann, wenn wir das Relikt fertig haben, weiter irgendwie Bestattung oder sonst was machen. Deswegen, na gut, das Gebet würde sogar zum Todesgebet passen. Wenn man sonst mal überlegt. Eine Multiform drauf. Schließen. Achso, warte, das war der Schlüssel. Warte mal, das Ding schmeißen wir einfach mal nach da. Ich Idiot. Deswegen habe ich den Friedhofsschlüssel auf einmal. Ich habe den nicht verrafft und... jetzt einfach. Nein. Ist so. Jetzt. Ach, aber gerade gegießt, ne? Scheiß Ding. Gut. 3, 2, 1.
Ist das falsch oder was? Schmeißen wir mal dahin. Ich brauche mir ja nur das Relikt. Ich weiß, ich brauche ein bisschen mehr hier. Ja, füll mal. Ich finde es eigentlich relativ cool gemacht, eine Idee her, einfach. Wenn so hier mal ein bisschen so durch die Totenstadt kreisen, dann kann man von da einer, ja, helfen mal. Thermotest. So. Heiliges Symbol. Was wäre das denn? Ach komm, wie gesagt, wir machen es einfach mal. Vielleicht könnten ein paar nützliche Sachen rauskommen. Was hier? Ob ich das jetzt gerade identifizieren kann. Wobei, warte. Ah, oh, jetzt kann ich identifizieren. Das ist ein Griff. 100 Pro. Also ja, vorhin auch schon rumliegen. Seht ihr? Türgriff. Ach, leck doch. Denke ich mal, da könnte irgendwas Cooles rauskommen. Wir haben noch zwei Formen. Einmal hier. Ist hier noch ein Stäbchen. Oder? Ach komm, den nehmen wir mal. Ach, ein Griff. Ein Griff könnte aber noch hilfreich werden. Vielleicht. Was ist das hier noch? Das ist nochmal Symbol. Interessant, wie das Spiel läuft, aber... ja. Öffnen. Was haben wir da? Hebelgriff. Schön alles dort in die Ecke kloppen. Das ist das letzte Förmchen noch. Oder? Doch, das müsste das letzte sein. Ja. Yep. Naja. Ich hasse das manchmal. Du musst es immer aufs Leer setzen. Naja. Sind halt nicht sehr viele Polygone und selten. Punkt. So. Öffnen. Und was haben wir hier? Schwertgriff. Ah, interessant. Das war also Zeit für. Ich gehe einfach mal zu dem Kerl jetzt. Ich habe keine Ahnung. Und wenn man keine Ahnung hat, sollte man am besten mal zu dem Kerl, der einem irgendwas aufgibt. Stimmt, ich darf ja... Ah, damit geht's. Wo steht der? Hallo? Nein! Wo ist er? Ja. Warum ist der Kerl nicht mehr hier? Das Auge ist auch ziemlich ruhig geworden. Da oben sollen wir rein. Eigentlich. Erbauer, wir bitten dich, segne unseren Bruder, der in deinem Dienst sein Leben gab. Vergib ihm die Überschreitungen seiner sterblichen Tage und schaue mit Wohlwollen auf sein Werk in deinem Namen. Lot und Hobel, Feuer und Schmiede, reinige seinen Geist und ziehe alles aus ihm, was deinem Plan zuwiderläuft.
nimm ihn in deinem Haus, in deinen Dienst, auf dass er dort in ewigem Frieden ruhe. Das ist ein tolles Gebet, ja. Ganz klar. Warum ist der Kerl jetzt hier weg? Wollen die mich jetzt alle hier verarschen? Und da drin... geht's schon weiter. Jetzt hier auf dem Friedhof, was machen wir? Was? Finde ich ja, ja. Hallo. Bruder Martello. Bruder Renault. Was sind der, den wir eigentlich als Verleger hier haben, eigentlich? Dass er jetzt verschwunden ist, geht mir ein bisschen sehr auf den Lack. Wehe, das backt rum. Dann könnte ich jetzt echt kotzen. Aber eigentlich müssen wir es ja noch das heilige Symbol heilig machen. Halt. Ich finde das ein heiliges Symbol schon ein bisschen, aber da stand ja in der Bibliothek irgendwie so ganz komisch. Öffnen, öffnen, öffnen. Kind, du bist mal... du sollst einen Priester da und ein Heilsohn für dich zu segnen, sonst bleibt es nutzlos, wenn sie das bringen. So Bruder Renault in der Sternwarte oben im Turm von St. Genel auf. Wer weiß, einen anderen Weg heilen zu segnen. Keine Stern. Also das hier eine Sternwarte sein oder was? Ich kann mal gucken, ob er jetzt wieder hier steht. Ausgezeichnet. Mit dem heiligen Symbol wirst du wahrlich zum Novizen unseres Ordens. Ich suche eine Kerze, die ich noch zu Lebzeiten genutzt habe. Die letzte, an die ich mich erinnere, ist jene, die ich an meinem Todesabend benutzte. Ich befand mich im Arbeitshof, dort wo der Brunnen ist. Meine Arme wurde versteckt, aber die Kerze ist noch da. Ah, super. Wo hat er jetzt den Scheiß gehabt? Ach, kommt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich speichere eben ab. Haben wir das hier Symbol fertig? Na, hier haben wir die ganzen Schrottformen noch. Nein, nicht vorlesen. Ach komm, öffne die Chesttür. Das ist auch nicht. Ja! Was? Ach komm! Beim Aussuchen da dran gekommen und es ist doch nicht zu glauben. Scheiße, ist auch nicht. Der ist es. Ich muss das scheiß Dinger hier einfach mal in die Gegend und werde jetzt mal derzeit schon mal das hier draufsetzen.
ein bisschen übertreiben. Und, ups, gibt noch das nächste. Und, ups, haben wir es jetzt gleich. Ich hätte doch auch noch nicht. Ich verstehe das nicht mehr. Echt schon für den Arsch. Symbol. Da wie wir. Ist jetzt eine komische Ecke. Ist ein bisschen sehr merkwürdig geplant. Scheiße, da hat die Ecke. Ist geplündert. Nö, ne, das ist es auch nicht. Aber wir sind doch hier in dem Gebäude. Ja, der Bereich ist klar. Hier kommt man rein, da. Aber man hier ist ein Innenraum. Jetzt eigentlich nach der Sternwarte, hat doch gesagt, es war perfekt. Ausgezeichnet. Dem heiligen Symbol ist gewahrlich zum Novizen unseres Ordens. Ich suche eine Kerze, die ich noch zu Lebzeiten benutzt habe. Die letzte, an die ich mich erinnere, ist jene, die ich an meinem Todesabend benutzte. Ich befand mich im Arbeitshof dort, wo der Brunnen ist. Meine Arme wurde versteckt. Aber die Kerze müsste noch dort sein. Im Arbeitshof? Hä? Ich hoffe gar nichts. Vielleicht hier auf dem Friedhof? Versteht, ich habe den Kerl an sich glaube ich auch gar nicht verstanden, als den Text, den er hat. Er hat auf jeden Fall seine Kerze. Das ist mir schon sehr klar. Aber wo soll ich sein? Bruder Morus. Sein Gebet sprechen? O großer Erbauer, wir bitten dich, segne unseren Bruder, der in deinem Dienst sein Leben gab. Vergib ihm die Überschreitungen seiner sterblichen Tage und schaue mit Wohlwollen auf sein Werk in deinem Namen. Lot und Hobel, Feuer und Schmiede, reinige seinen Geist und ziehe alles aus ihm, was deinem Plan zuwiderläuft. Nimm ihn in deinem Haus, in deinen Dienst. Auf dass er dort in ewigem Frieden ruhe. Lecker. Okay. Ich habe vielleicht eine Idee, wo der Arbeitshof sein könnte. Der meinte. Vielleicht irgendwo hier irgendwas? Ich hab jemand echt bekloppt. Vor allem wenn der Kerl so komisch rumnuschelt, noch schlimmer als ich manchmal.
Da steht nichts auf der Karte, nichts. Wo soll ich das denn dann finden? Leck wird doch einer am Arsch, muss ich jetzt hier einfach wieder rein. Das hier. Hier. Hallo. Heiltrank. Schlecht. Ach, die Mission zieht sich so beschissen lang hin. Das gibt's doch gar nicht. Und dann meinte ich noch, Tomb Rock wäre noch schlimmer. Ja, wobei, es ist noch schlimmer als das hier. Weil dann renne ich noch sinnloser rum. Das ist das Problem. Das gibt's doch nicht. Wozu hätte es so eine verdammte Kerze sein? Gerade noch mal. Da war nichts, da war nichts. In der Bibliothek war auch nichts. Ja. Was soll ich dazu groß sagen? Ach, da ist er. Bitte hole meine Kerze. Sie muss in der Nähe des Brunnens liegen. Sie muss in der Nähe des Brunnens liegen. Ich war doch da gerade hinten. Muss in der Nähe des Brunnens liegen. Also, es kann nur da hinten sein. Jetzt mal ernsthaft. Als war meine erste Idee doch richtig. Dann war ich wieder mal zu blind. Oh, bitte nicht, ne? Das ist doch unglaublich gerade. Jetzt hier rüber. Runter. In der Nähe des Brunnens liegen. Die Pixel absuchen, wie ich will. Kann ich auch Massenklick machen. Auch auf dem Brunnen hier. Da ist nichts. Das gibt es nicht. Ich weiß, es gibt noch den anderen Brunnen. Aber soll ich jetzt echt da rumgucken? Echt anscheinend nicht gemeint, das ist doch... Ja, dann halt wieder zum anderen Brunnen noch einmal. Boah, ich krieg so einen Kotzreiz gerade. Ich nehme jetzt hier locker eine halbe Stunde lang den gleichen Schrott auf das gleiche Bezirk und wir kommen nicht voran. Hochleben live. Ach du Scheiße. Oh, die sind alle... Ah, okay, das ist gut. In der Nähe des Brunnens. Ich guck gerade, dass man hier irgendwas findet, aber... Ihr seht es gerade selber, dass ich hier einfach nur gegend rumrenne und einfach alles mal durchklicke. In der Nähe des Brunnens.
Oder gilt das da hinten auch als Brunnen, dieses komische Ding? Tschüss. In der Nähe des Brunnens. Hier ist auch nichts. Will er mich jetzt endgültig verarschen? Ich kann da noch nicht reinschießen. Boah, ey. Das Ding ist eh so auffällig. Das wundert mich einfach. Hat den Scheiß geöffnet, ich werde bekloppt. Oh, der kommt hinterher jetzt. Na super, jetzt haben wir so eine Quatschtante da schon wieder am Arsch. In der Nähe des Brunnens. Ja, welcher... Bitte hole meine Kerze. Sie muss in der Nähe des Brunnens liegen. In der Nähe des Brunnens? Diese Aussage erst einmal. In der Nähe des Brunnens. Ja super, ich war gerade an allen Brunnen, die in der Gegend rumstehen. Eigentlich. Und da war nirgends so eine verfickte Kerze. Ach komm ey. Jetzt bin ich hier runter. Der Kerl ist da hinten im Gebiet. Ich guck mal von uns hier nochmal. In der Nähe des Brunnens. Zwischenraum. Ah, da sind zwei Mauern zwischen. Ich habe das Gefühl, da muss man irgendwie rein. Und da wird dann auf einmal der Brunnen stehen und dann Tritra, tralala. Ach komm. Wie soll man da reinkommen? Okay, es gab ja auch schon Bücherregal zum Geld drauf. Das waren Geistergeräusche, what the fuck? Ist hier irgendwo ein Geist? Oder habe ich die einfach nicht bemerkt, gerade als ich mal hier rumrannte? Beziehungsweise seine Kerze.
hier unten. Ist noch was. Muss ich aber erstmal den netten Gesellen hier. Okay, ich habe kein Weihwasser. Kein Weihwasser? Schon. Das ist das einzige, wo ich nicht nachgeguckt habe. Aber das ist kein Brunnen. Sag mir nicht, dass die Sternwarte. Oh, es ist ja düster. Ja, ein Feuerfall bringt mir da alleine auch nichts. Ah. Gewiss zieht der große Erbauer mit Wohlwollen auf unser Kreuz zu, mit seinem Namen geschaffen, Werk zu ausführen. Hier in diesem Turm habe ich mit Hilfe der optischen Instrumente viel über die Bewegung jener Lichter erfahren, die der Erbauer bei uns angeordnet hat. Aha, kann ich das Ding hier reinschmeißen? Ah, geweihtes heiliges Symbol. Haben wir schon mal etwas? Ha. Dann haben wir jetzt wenigstens schon mal den Scheiß. Schade, das haben sie, glaube ich. Und ich wollte jetzt hier rausschampen. Aber dann habe ich das Symbol jetzt nach über einer Stunde fertig. Ach, leck mich doch einer. Lass doch einfach mal so. Weil... Ja. Gut. Ein Zombie rum. Und ich dem jetzt gleich in die Schnauze laufe immer wieder. Ich weiß auch nicht, wie lange ich hier noch sein werde. Werde ich jetzt das hier machen? Tu mal. So. Welcher Brunnen, den man das sein soll. Versteckt oder was? Das ist doch... Jetzt ernsthaft, was ist das für eine Scheiße? Wir müssen eine Kerze, eine verdammte Kerze finden. Gibt es noch irgendwas Dämlicheres? Hier rein und findet natürlich drei Feuerfälle. Nicht.
Das gibt's nicht. Och, leck mich doch am Arsch. Genau, da oben drauf. Wer packt bitte schon so einen Scheiß da oben drauf? Und er sagt in der Nähe des Brunnens. Jetzt raten wir jetzt da hinten hinkommen, ist er wieder nicht da, sondern da vorne. Wo uns die ganzen Idioten abfangen wollen. Und ich habe recht. Das ist die Kerze, die... Ah, geht doch. Das ist die Kerze. Jawohl, wir haben jetzt... Ich habe einen Todesabend benutzt, um zu sehen. Sie wird genügen. Wie ich sehe, hast du alle Gegenstände, die wir für das Weiheritual brauchen. Wir treffen uns an meinem Grab auf dem Friedhof. Okay, bis gleich. Endlich. Nach wie viel Stunden? Ah... Der Punkt ist, wenn man dieses Level anfängt, dann weiß man, oh Scheiße, ich bin gefickt. Nur wenn man das Level dann so verdammt lange wie ich jetzt spielt. Was? Bist du allgemein? Auf jeden Fall, wenn man die ganze Zeit das dieses Game hier und ja. Lass uns anfangen, mein Freund. Schwenke den Rosenkranz über meinem Grabstein. Stell jetzt die Kerze auf meinen Grabstein. Lies nun das Weihegebet laut vor. Da. O großer Erbauer, wir bitten dich, segne unseren Bruder, der in deinem Dienst sein Leben gab. Vergib ihm die Überschreitungen seiner sterblichen Tage und schaue mit Wohlwollen auf sein Werk in deinem Namen. Lot und Hobel, Feuer und Schmiede, reinige seinen Geist und ziehe alles aus ihm, was deinem Plan zuwiderläuft. Nimm ihn in deinem Haus, in deinen Dienst. Auf dass er dort in ewigem Frieden ruhe. Berühre meinen Grabstein mit dem heiligen Symbol. Noch drei Wünsche. Endlich. Meine Gebete sind erhört worden. Meine Seele ist frei. Du hast mir sehr geholfen, Freund. Und ich schulde dir ewigen Dank. Gerne würde ich dir den Schlüssel zum Tor des Klosters geben. Doch der ist schon vor langer Zeit verloren gegangen. Nimm aber diesen Schlüssel. Er öffnet die Waffenkammer auf dem Dachboden. Dort oben befindet sich etwas, das ein schlauer Bursche wie du gut gebrauchen kann. Ich lege mich nun zur ewigen Ruhe. Sei noch einmal bedankt. Sollen wir jetzt ernsthaft zurück in das Kathedralending und oben das öffnen? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Nein, es war halt auch kein Portal. Ich hab mich wohl geirrt. Vielleicht aus Teil 2 oder so, keine Ahnung. Ich bin gerade einfach nur... irgendwo froh, dass wir es jetzt hinter uns haben mit diesem komischen Spacken, der laufend Wünsche hat. Aber gleichzeitig hat er uns jetzt schon wieder was gegeben. Ist nicht registriert. Cooler NPC. Danke. Auch keinen Bock mehr. Der scheiß Geist hat 5 Jahre oben gimmt. Haben sie ja hinter uns. Ich bin bekloppt. Schiffre, Obdach, dieser Gegenstand. Achso, Obdach. Oh, Obacht! Dieser Gegenstand besitzt gewaltige Sprengkraft. Er sollte nur von dem Personal benutzt, Verwendung nicht mehr wünschen, Vorteil. Ja, ja, vor der Sprengung ausreichend Deckung zu sind, bitte zur Sprengkraft nicht mehr und zur warte, ich habe aber noch Feuerpfeile, ne? Ich habe keine Feuerpfeile mehr, ne? Scheiße. Ach, ich wollte was sagen. Ich
jetzt echt asozial. Oh oh. Ich glaube, wir bekommen Besuch. Ich hasse dieses Game so abartig jetzt. Echt abnormal. Müssen wir jetzt wieder ganz runter? Die Etage oder nicht? Jetzt machen wir mal einen Heiltrank. Alter! Seht, damit kommen wir doch recht schnell weg. Leck mir am Arsch. Jetzt habt ihr euer kostbares Auge. Was hofft ihr mit mir anzustellen? Gut. Oh Gott. Ich gucke jetzt einfach noch den nächsten Trailer und dann beende ich jetzt die Aufnahme hier. Ich kann euch gar nicht sagen, wie zufrieden ich mit euch bin, Mr. Garrett. Mir fehlen die Worte, aber vielleicht kann Victoria aushelfen. Sie ist so wortgewandt. Es stimmt. Wir sind beide außerordentlich erfreut. Victoria? Auch wenn das Auge beschädigt ist. Wie bitte? Victoria hat leider recht, Mr. Garrett. Ich möchte nicht undankbar sein, aber dieses Auge ist völlig blind. Es ist ein Stein. Es ist der, den Sie haben wollten, und jetzt möchte ich bezahlt werden. Selbstverständlich. Victoria, würdest du Mr. Garrett seinen Lohn zukommen lassen? Vor dem Waldfürsten und biete ihm dein fleischliches Auge, auf das sein steinernes Auge sehen möge, Sterblicher. So singen die Fichten ihm Hymnen. Auf Geheiß des Waldfürsten erstarr das Fleische zu Stein. Ja! Dachtest du, die uralten Verse seien ihre Worte? Unwissbar! Sieh mich an! Ich bin der Waldfürst. Erschrick, wenn er sagen. Seist du denn durstig, fleisches Ding, so trinke von mir. Seist du hungrig, so labe dich an mir. Denn ich bin der Honigwasser und die Waldbeere. Sein sind die Blätter, die sich fleischlich ernähren. Jenen, die sich Erbauer nennen und einen Hammer gegen ihn schwangen. Mein armer Mr. Garrett, ihr werdet die wuchernde Pracht des Ganzen nicht mehr erleben. Euer Opfer ist noch nicht vollständig. Mein Flieder und meine Disteln müssen sich ernähren. Und ich? So steht er denn im grünen und eitrigen Schlund und wirft seinen Richtspruch über die wimmernden Menschenwürmer. Unser Weg ist der rechte. Hier hinein. Ja. Seit du uns verlassen hast, rollst du wie ein Steinberg ab. Jetzt musst du deinen erstaunlichen Schwung gezielt einsetzen. Die kommen! Was?
erwartet. Der Schwindler wird dir nicht vergeben, dass du tatest, was ihm nicht gelang. Und ebenso wenig wirst du uns wohl vergeben. Hüter, ich muss weiter. Von den Biestern fort, sonst war die ganze Rettung umsonst. Ja. Das ist auch mal nicht schlecht. Welche Mission müssen wir eigentlich jetzt? Ich überlege gerade, ich habe damals bei Mission, es war Mission 5. Ich habe 6, 7, 8, 9. Das ist die 10. Das Game hat ja noch 5 weitere. Ach, was war, wir machen diese Mission auch noch schnell. Ich hoffe, schnell werde ich jetzt nicht bereuen. Ja, natürlich haben wir nur kurz ein Schwert, können natürlich nicht einkaufen, wir sind halt hier gefangen gewesen. Ich spiele das mal eben ab. Aber, ach so, wir sind, hey. Warum sind wir jetzt schon wieder hier? Ach stimmt, da müssen wir jetzt bestimmt hier aus dem Haus einfach nur rauskommen wieder. Weil, na komm, ich mach's in der nächsten Aufnahme. So, dann reingehauen und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es war nicht zu langweilig bei der 1000-Jahre-Sucherei und allem. Aber wir haben wenigstens etwas geschafft und dann wird es jetzt bald ins Final kommen, wo wir dann gegen diesen Waldfürsten antreten müssen. Und ja, erstmal müssen wir natürlich jetzt flüchten. Bis dahin, ciao, ciao.